Es ist übrigens, wo wir bestellen, thailändisch-chinesisch. Was schon wieder ein bisschen schwieriger ist, weil da sehr, sehr viel Fisch mit drin ist. Aber ich habe trotzdem was, ich finde, Gutes rausgesucht für mich. Aber ich muss mich auch einmal korrigieren. Der Mindestbestellwert liegt bei 45 Euro. Deswegen musste ich zwei Vorspeisen nehmen, weil ich glaube, mit meinen wäre ich gerade mal auf 15 Euro gekommen, glaube ich. Das heißt, dann hätte Frisches mir da, hätte da so einiges raushauen müssen. Ich lasse das hier auch nochmal offen für den Fall, dass ich vielleicht doch noch was mit raussuchen muss. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. Müde, kaputt, Hunger, Kopfschmerzen. Aber ich habe Feierabend. Das ist wenigstens gut, dass du Feierabend hast. Dann Füße hoch und ausruhen. So. Ja, hier stehen wir nun. Das machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir auch. Das auch. Das nicht, weil einfach zu weit weg. Epos Band 1 machen wir natürlich. Das muss immer mit rein. Achso, und dann sind wir auch schon voll. Ich habe mir heute ein Headset gegönnt, ein Bluetooth-Ding. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin froh, dass ich toi 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 erstmal kein neues Headset brauche. So, kann ich mir das Geld für andere Dinge... Ach, jetzt habe ich vergessen, wo kriegt man, wo sind diese Rufhändler für die Elben? Waren die nicht auch hier irgendwo drin? Ich wollte doch mal gucken. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Sind aber die einfachen, glaube ich. Ich wollte doch mal gucken. Nee, das ist das komische Zimmer hier. Doch mal wissen, was man sich doch jetzt durch diesen Ruf, weil wir ja jetzt vorhin Ruf hier haben, holen kann. Wird sowieso Ewigkeiten dauern, bis ich die Leute finde. Ein Barbier. Hier könnten wir unser Aussehen einmal ändern. Ich glaube zurzeit möchte ich noch gar nichts anderes haben. Weil das hier sieht eigentlich ganz hübsch aus, aber... Nee, wir bleiben bei dem, was wir haben. Papier wäre jetzt auch... Nein! Nein, Papier, kein Bier! Mann... Du machst mich wahnsinnig. Wobei, ich habe mir jetzt den vorletzten Becher Glühwein von gestern einmal warm gemacht. Weil ich hatte ja gestern Schnars von genau, hier. Glühwein gemacht. Schnars von hier. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Tauschhändler, Tauschhändler. Ich will aber nicht tauschen. Ich will wissen, wo der Ruf ist. Ein Bier vor vier. Ja. Natürlich. Ja, das soll aber auf der anderen Seite sein, ne? Hier noch irgendeiner.
Gott, wo ist der denn? Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt hier drin ist. Oder ob der vielleicht woanders ist. Also hier ist er nicht. Nur die Handwerksmeister. Und Elrond. Dann wahrscheinlich draußen. Hier ist ja nur der. Und der hat nicht das, was ich suche. Das ist nicht der Ruhfändler, den wir suchen. Und einmal hinaus. Okay, aber ich sehe hier auch keinen Ruhfändler. Ui. Fragen wir Monsieur Google. Wo die Ruhfändler sind. Also einer ist ja definitiv hier drin. Da ist aber nicht das, was ich suche. Man kann sich doch dann immer entweder so Pets oder Tiere oder Rüstung und so weiter kaufen. Für erhöhten Ruf. Und ich weiß aber nicht, wo die anderen sind. Wie gesagt, der eine ist ja hier. Da. Der da. Ich grüße euch. Aber das ist nicht das, was... Der hat halt nur diese Rezepte. Oder gibt's das für die Elben gar nicht, dass man sich da so ein... Ist doch, oder? Ist das kein Ruhfändler? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die Ruhfändler sind, glaube ich. Jetzt gehen hier die Tür im Süden vom Bruchtal. Meinst du in dem Gebäude hier drin oder draußen? Warte mal. Wir haben gerade letzte heimliche Haus. Ich dachte halt, dass es vielleicht hier hinten wäre auf dem Markt, aber macht glaube ich keinen Sinn. Ja, die nur hier sein, ne? Mit den Sperling für den Kunden nehmen. Unhaften Elb und ähnliches. Okay. Warte mal. Die von der Burg am Ufer nach Osten. Okay. Also meinst du, meinst du hier runter? Ah, da, im Latglea, da, okay. Ja. Dann schauen wir doch da mal. Dann schauen wir doch mal in die Richtung. Aber ich wüsste halt echt nicht, wo die sonst sind. Nicht unbedingt einmal dagegen rennen. Die Burg hat dann nach Osten durch die Tür. Okay. Brücke. Osten. Eichhörnchen. Und da ist die Tür. Ah ja. Geht dran. Sehr schön. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich glaube, ich war hier auch schon einmal drin, aber... Ich weiß nicht mehr, warum ich hier drin war. Hübsch.
Sehr hübsch. Sachchen. Ja. Wie darf ich euch zu dir? Ah ja, hier. Geschütztes Ross aus Bruchteil, da ist es. Da ist es. Und ein langärmliches Kleid nach Elfenart. Elmart. Schrift des Sperlings. Klasse Kundiger. Ja gut. Wegen Pony bin ich hierher gekommen. Will ich mir jetzt einmal... Oh Gott, sieht das grauenvoll aus! Zierwerk. Da war mal komplett zusammengewürfelt. Das finde ich aber hübsch. Passt du das dann definitiv nicht zu. Aber da passt sogar... Das vorderste Teil passt sogar dazu. Okay, ich habe das, was ich wollte. Und hier sind dann... Was, okay. Ja, gut. Das ist es. Okay. Na, hässlich ist es nicht. Es ist jetzt nicht eins der schönsten Pferde. Aber hässlich ist es nun auch nicht. Also da gab es schon schlimmere Viecher. Ich glaube, das Beste ist immer noch das aus dem Auenland. Was man da bekommt. Das gefällt mir, glaube ich, bisher noch am besten. Aber nun gut. Wir haben ein weiteres Pferdchen in unserer Sammlung. Ein weiteres Tier, dem wir die Beine brechen können. Juhu! bringt man das Siegel... Pass. Irgendwann. Rückvogelungsflagge im westlichen Brunnenquell. Okay. Können wir jetzt einmal wieder nach Richtung Nebelgebirge. Huch. Ah, hey, schöne Ausbeute. Pferd und Kleid. Nein, das Pferd heißt Nesselblatt. Ach du grüne Neune. Ihr ahnt es nicht, ey. Nesselblatt. Das arme Tier. Ja, mal sehen, was uns für das Viech einfällt, ein Namen. Hat sie aber einer in die Nesseln gesetzt. So in etwa, so in etwa. Ah, schön, ey. Wirklich schön. Tappa, katappa, 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 katappa.
Ich glaube, den Weg hätten wir auch einfach haben können. Aber egal. Ich finde, es passt halt mega gut. Butterplatten. Hier so der Schal drumrum. Eigentlich echt gut aus. Was habe ich eigentlich für lange Füße? Oh, ein Level 45er. Der hat seinen Account aber schon länger als ich. Der ist auch schneller als ich. Da war er weg. Und da ist er wieder. Na gut, hätte ich eins meiner anderen Reittiere, könnte ich vielleicht mithalten. Oh, und es wird wieder kalt. Naja, wir haben hier jetzt einen dicken Schal. Wo müssen wir hin? Ich noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt. Naja, da links. Well. Das war zu früh links. Hier ist im Ladris. Naja. Mal, dass ich auf den Namen achte. Ihr fragt euch sicherlich, weshalb ich zum Langbartlager wollte. Oh, empfohlene Stufe 48. Ja, okay. Ihr fragt euch sicherlich, weshalb ich zum Langbartlager wollte. Nun, ich habe euch die gute Neuigkeit verraten. Dass Bingo seinen Sturz vielleicht überlebt und von der Strömung eines unterirdischen Flusses fortgetragen wurde. Hier ist die schlechte Neuigkeit. Wenn der Fluss tatsächlich so weit nach Süden fließt, wie auf der Karte verzeichnet, könnte er in die Tiefen des alten Khazad-dûm gespült worden sein. Sollte das der Fall sein, brauchen wir den Rat der Langbärte, denn ich habe Gerüchte darüber gehört, dass sie sich Zutritt zu diesem Ort verschaffen wollen. Eine Gruppe Zwerge kam hier auf ihrer Reise nach Khazad-dûm durch. Oh. Skorgrim hat viele Pläne in Bewegung gesetzt und jeder von ihnen benötigt wachsame Augen und aufmerksame Ohren. Infolgedessen habe ich vieles über die Geschehnisse in und um diese Berge erfahren. Eine dieser Geschichten könnte uns nun helfen. Man sagt, eine Gruppe von Zwergen aus den Eisenhügeln sei hier durchgereist und wolle sich Zugang zu den Hallen von Khazad-dûm verschaffen. Wenn wir ihrer Spur folgen würden, könnten sie uns vielleicht den Weg eröffnen, um weiter nach unserem Freund Bingo zu suchen. Ich möchte mich nicht mit den Langbärten Anführer dieses Lagers unterhalten, um meine Herkunft nicht verleugnen zu müssen. Aber ihr solltet mit ihm reden, alles über diese Expedition nach Khazad-dûm herausfinden, was ihr könnt. Ja gut, los. Gehen wir hin. Nicht trödeln! Das heißt nicht bummeln. Habt ihr diesem nutzlosen Grimhans eine Lektion erteilt? Ihr berichtet Chloin kurz über eure Abenteuer im Gabilasan, wobei ihr Spalves Rolle bei der Flucht unter den Tisch fallen lasst. Als ihr Gloin von Bingos Sturz in das Höhlensystem erzählt, schüttelt er den Kopf und sein Bart flattert, als er mehrfach seufzt. Wenn er ein Zwerg wäre, hätte er sich vermutlich sogar gefreut, die Gänge zu erkunden. Aber ich fürchte, ein Hobbit hätte keine großen Chancen in diesen Höhen. Selbst der alte Bilbo Beutlin war lieber an der Sonne und er war so viel Zwerg, wie man nur sein kann. Ohne tatsächlich ein Zwerg zu sein. Ihr glaubt, dass euer Freund Bingo mit einem unterirdischen Fluss nach Süden, nach Khazad-dûm gespült worden sein könnte? Nun, das ist ein weiter Weg, aber wenn ihr diese Hallen betreten wollt, befindet ihr euch in bester Gesellschaft. Vor kurzem ist hier eine Expedition durchgekommen. Auf dem Weg ins Land der Hulzbäume. Wenn ihr ihnen nach Khazad-dûm folgen wollt, werden Bosi und sein Cousin Brogur finden müssen. Sie führen die eiserne Garnison an. Okay.
Nicht trödeln! Und heute, das ist das Werk des Reiters, keine Frage. Und diese Siegel seid ihr bei einem, das ihr bei einem von ihm gefunden habt. Es ist ein Artefakt des Bösen, aber über seine genaue Bedeutung bin ich unsicher. Vielleicht ist es an der Zeit, ihr wollt mich jetzt nicht ernsthaft wieder zu Elrond schicken. Oh, ist das euer... Jetzt. Okay. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Natürlich werdet ihr das. Ich bin ein Meister von Erde und Gestein und im Umgang mit der Axt, Eldariel, über grausame Unholde und böse Artefakte weiß ich jedoch nichts. Geht nach Bruchtal zu Elrond und erzählt ihm von diesem Entdeckung. Er wird euch sagen können, was als nächstes zu tun ist. Bestimmt würde er das. Jetzt will ich gerade mal nachgucken. Wo ist das denn? Da. Yep. Okay. Wir haben einen weiten Weg vor uns, wenn wir das Tor nach Khazad Dûm erreichen wollen. Die einzelne Garnison, wie? Hört sich für mich nach einer Menge Wachen und Bergarbeitern an. Ich frage mich, ob sie wissen, was in Khazad Dûm erwartet. Spalvi lacht kurz. Vielleicht öffnen sie das Tor nach Khazad Dûm und Bingo steht pitschnass auf der anderen Seite und begrüßt sie. Das wäre was, oder? Wir haben einen weiten Weg vor uns, wenn wir das Tor nach Khazad Dûm erreichen wollen. Dieser Langbart sprach vom Land der Holzbäume, ja? Es ist das Land Eregion. Ich war zwar noch nie dort, aber soweit ich weiß, ist es ein Land voller sanfter Hügel und Ruinen. Wir sollten zu einer der Ruinen im Norden reisen und dort herausfinden, was wir tun können, um der eisernen Garnison zu folgen. Eregion hier. Da ist Eregion. Und da freue ich mich aber schon drauf. Die Mauern von Moria. Okay. Das hat alles so ein bisschen verstreut, die ganzen Sachen. Neue Jagd. Neue Jagd geht hier weiter. Ja, oder auf weißem Grund, warte mal. Den tue ich aber nirgends. Ach ja, das ist ja auch in der Region. Okay, warte. Dann klammern wir das hier einmal wieder aus. Da. Da. Das war da hinten, okay. Mal gucken. Benutzen wir aber hier die Reittiere. Nordtön Ereburg Gundabad. Ah, okay, das ist der. Dieser Stallmeister. Hohe Klippen. Imbrank von Ruhe. Das jetzt? Hohe Klippe. Dann reisen wir doch als erstmal zur Hohen Klippe. Oh, Ziege. So, jetzt gerade erstmal angenehmer. Oder gibt's dafür was, was ich... Jetzt, wo ich hier gerade mal vorstehe. Zerbrochene Zweihänder.
Wieder baden. Schade. Okay. Seid gegrüßt. Hervorragend, ausgezeichnet. Das sollte reichen. Jetzt sind die Barren wieder vollzählig. Und Heiki, Goldsucher, wird froh sein zu erfahren, dass wir den Schatz, der in seinem Aufzeichnung erwähnt wird, zurückgewonnen haben. Ja, den Aufzeichnungen von Heiki, Goldsucher, nach zu urteilen, haben wir alles, was nötig ist. Oh nein, was ist das denn? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Wie konnte ich das übersehen? Es gab eine zweite Seite in Heikis Aufzeichnung. Darin wird eine zweite Schatulle beschrieben. Heiki ist kein Zwerg, mit dem man sich anlegen sollte, denn er vergisst nie etwas. Er wird es in einem seiner Bücher notieren und einen nie vergessen lassen, dass man ihn enttäuscht hat. Gelingt es mir nicht, die zweite Schatulle zu beschaffen, würde es mich nicht wundern, wenn jemand seine Aufzeichnungen in 400 Jahren findet und nur Schlechtes von Larus Schafscherbe, dem Sohn Trallis, denkt. Also müssen wir sie finden. Lasst mich nur eben einen Blick auf dieses Papier werfen, damit ich euch sagen kann, wo sie sein müsste. Ah, die Zwergenfeste inmitten der hohen Klippen, südöstlich von hier. Das ist die Festung, die Gabilasan bewacht. Und dort wimmelt es nur so von nichtsnutzigen Grimhans. Am besten, ihr nehmt den westlichen Pass, der in die hohen Klippen führt. Haltet nach einem Gebäude auf einem Hügel zu eurer Linken Ausschau. Wenn ihr euch der Feste nähert, die Schatulle liegt gewiss in diesem Gebäude. Verschwendet also keine Zeit. Ja, natürlich. Da unten wäre es dann. Ich reise aber erstmal weiter. Was benötigt ihr? Das kommt dann bei Zeiten. Und die nächste Tour. Ich möchte erstmal ein paar Quests abgeben, bevor ich jetzt da groß weitermache. Was wollt ihr? Ha, gut gemacht. Ist es nicht schön zu sehen, wie sich die Pläne des Gegners buchstäblich in Rauch auflösen? Wäre schön, wenn ganz Bilbesdorf dasselbe Schicksal erleiden würde. Aber ich fürchte, so einfach wird es nicht werden, wenn dieser dunkle Ort schließlich doch noch fällt. So. Oh, habe ich sie tatsächlich jetzt fertig? Man mag es ja nicht glauben. Benötigt ihr etwas? So, weil ich das hier ja jetzt nicht gebrauchen konnte. Wieder ein bisschen Platz geschafft. Hallo. Und jetzt als nächstes dahin. Das ist auch wieder einer, der nach Gundabad und so einbringt. Hier ist es, glaube ich. Ja. Und 300. Oh, wir sind da schon Freunde. Muss ich da jetzt reinführen? Wahrscheinlich, ja. Hallo. Einmal. Jetzt wieder raus. Wieder annehmen. Wieder rein. Wieder abgeben. Gott, das kann ich ja Ewigkeiten so weitermachen.
Na komm, wir machen aber erstmal die erste Fuhre. Die ersten 50. Hallo. Hallo Masaki, wie geht's dir? War dein Start in die Woche? Was benötigt ihr? Okay, einmal noch. Die anderen 100 machen wir dann gleich. Ja, aber fleißig, ne? Hallo. So. Es wird doch. Ach, ich habe meine täglichen, okay, täglichen Aufträge erhöht. Also kann ich das wieso nur einmal täglich machen. Meine Tochter ist endlich nicht mehr positiv. Oh, das ist schön. Das ist schön. Hat sie denn soweit alles gut überstanden? Oder war bei ihr nicht großartig was? Hab Dank, ihr habt eine große Last von meinen Schultern genommen. Gerade wenn man bedenkt, was mir in letzter Zeit alles zugestoßen ist. Habt ihr vielleicht auf euren Streifzügen da draußen meinen Bruder Torkil gesehen? Nein? Das stimmt ja, er ist tot, nicht wahr? Tut mir leid, ich bin ein wenig durcheinander. Ich fühle mich nicht so gut. Weh mir. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Wenn ich unter ihren Habseligkeiten nichts gefunden habe, um mich zu heilen, dann hat sich meine letzte Hoffnung zerschlagen. Verzeiht, ich habe keine Kraft mehr. Ich muss jetzt schlafen und dem Schicksal vertrauen, dass ich wieder aufwachen werde. Könnte doch nur mein Bruder hier sein, um über mich zu wachen. Soweit ging es hier gut. Das ist gut. Das ist gut. Frau Tiang schickt aber mein Sohn und ich nicht. Das, ja. Dann hoffe ich, dass seine Frau das aber auch ganz gut weggesteckt hat. Bei Frisches auf der Arbeit sind jetzt auch mehrere positiv gewesen. Und da gab es jetzt auch so ein kleines Hin und Her deswegen. Und ja. Also scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. So, jetzt nehme ich natürlich wieder das raus, was im Bilbesdorf ist. Ach, das ist auch hier. Okay. Im Westen, im nördlichen Bereich der zentralen Nordtüren. Ja gut, in die Nordtüren reise ich jetzt gerade nicht. Das ist in Vorochel, da reise ich jetzt auch noch nicht hin. Das ist Bilbesdorf, das ist Bilbesdorf. Ich hasse es, ich kann dieses Wort Bilbesdorf nicht mehr hören. Westen, im Satz des Auenlands. Epos ist... Okay, Epos muss ich sowieso markieren. Meine Frau wundert sich, warum mein Sohn und ich mich hier angesteckt haben. Ich meinte nur Proteinbewohner. Ja, mein Zauberstab, wenn du willst, kann dir mein Lein in die richtige Handbewegung beibringen. Oh Mann. Ja gut. Man muss die ganze Sache ein bisschen mit Humor nehmen. Oh. Ja, dann machen wir erstmal jetzt das, was hier in dem Gebiet ist. Ein bisschen machen wir noch. Und dann geht's gegen Ende auf jeden Fall Richtung Bruchtal. In die Richtung. Und dann klappern wir beim nächsten Mal auf jeden Fall alle Ortschaften da einmal ab.
Hey, euch brauchen wir sowieso noch. Wo steige ich denn da auf? Derzeit spiele ich Lost Ark. Macht schon Spaß. Ja, das spielen zurzeit viele, sofern sie dann reinkommen. Sofern sie reinkommen. Die meisten spielen eigentlich nur Wartezeit. Was ich jetzt so mitgekriegt habe. Ich war auch am Überlegen, ob ich für mich privat Lost Ark spiele, aber nicht zurzeit. Mir hat das bei Endwalker gereicht mit der Warteschlange. Da setze ich mich jetzt nicht bei einem anderen Spiel ebenfalls in die Warteschlange. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu wichtig. Dann spiele ich lieber, wenn sich der Hype so ein bisschen gelegt hat. Stimmt so, habe ich nie über 30 Minuten Wartezeit. Ja gut, das geht. So bei den meisten habe ich immer so 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, wo ich mir denke, okay, danke. Nicht mit mir. Ja gut, aber vielleicht ist jetzt in dieser Zeit auch allgemein nicht so viel los. Also, ich habe ja keine Ahnung davon, deswegen. Ja, jetzt habt ihr Wartezeiten. Ich würde auch erstmal abwarten, nach dem Hype, ja. Ja, wie gesagt, ich habe halt nicht die Zeit, um mich da jetzt großartig in die Schlange reinzustellen. Und zu der Zeit, wo es wahrscheinlich ruhig ist, wo man wahrscheinlich reinkommt, vielleicht habe ich auch einfach Glück. Das kann sein. Das kann sein, Masaki. Wie gesagt, was ich halt jetzt so gehört habe, das war schon heftig. Und da überlege ich jetzt mir echt dreimal, ob ich das spiele. Aber es läuft halt ja auch nicht weg. Ist dann ja immer noch da. Schätze ich. Insofern es jetzt nicht so niedergemacht wird, dass sie das Spiel wieder rausnehmen. Also mal gucken. Hab ja zurzeit eh mehr als genug mit Lotro und Final Fantasy zu tun. Ja, halt mir das über Twitch hoch. Wird bestimmt besser. Ja. Bestimmt. Mal gucken. Dein Freund auch The Forest gezockt. Ist auf einen Erfolg alle geschafft. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann auf jeden Fall Glückwunsch. Das könnte ich jetzt einmal abgeben. Gehen wir aber da hinten noch einmal hin. Und ganz unten müsste man halt auch einmal noch mal hin. War nicht dieser Jassak, ne? Wie gesagt, gegen Ende des Streams machen wir uns nach Bruchteil auf. Ich kann mich ja jetzt wieder hinporten. Und von Bruchteil aus geht's direkt nach Bre, damit ich beim nächsten Mal keine Ausrede habe, warum ich nicht weitermache mit der 1 Storyline. Jetzt ist es wäre halt echt viel hin und her. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts Falsches und gehe wieder an einen Ort, wo ich 30.000 Quests kriege. Wäre jetzt auch nicht so der ideale Weg. Wie gesagt, ist ja jetzt gleich 16 Uhr. Bis spätestens halb wollte ich jetzt machen. Mal gucken. Dass wir das jetzt hier schnell vonstatten kriegen. Ja, Jacka ist es. Und wir da einmal hinten runter müssen. Das kriegen wir aber hin mit Jacka. Aber nicht mehr heute. Da ist seine Axt. Dann brauchen wir nur noch seinen Helm.
vermute dann mal hier irgendwo runter. Nee. Okay, es ist tatsächlich irgendwo in die Richtung hoch. Reite ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf lang. Da ist es. Na, dreht er wieder um? Nee. Leider nicht. Aber egal. Wir haben den Helm trotzdem gefunden. Und hier ist die Axt. Der Helm. Oh, die Axt. Dann gehen wir die einmal ab, dann nach Bruchter und dann nach Bree. Hätten wir uns nicht so lange in den Trollhöhen noch weiter aufgehalten. Wobei dadurch haben wir uns wenigstens den Ruf hochgearbeitet. Das hat ja also auch sein Gutes gehabt. Ja, du blöder Wurm, lass mich. Ich will jetzt nicht. Ich möchte da jetzt hoch. Nein. Krimbark, sehr schön. Dann lasst mich einmal rein. Weh mir. Vortrefflich, das sollte genügend Schuppen sein, um meine Auftraggeber im Bruchteil zufriedenzustellen. Bei meinem Vater, was für ein trauriger Tag. Ach, ist das alles, was von meinem edlen Bruder Torkel übrig geblieben ist? Wäre ich doch nur an seiner Stelle den Würmern zum Opfer gefallen. Doch nein, wartet, vertraue schwatze ich wie ein Narr. Mein lieber Bruder war stets ein Krieger und Abenteurer. Weit mehr als ich. Er gab sein Leben, um das meine zu retten. Dafür werde ich nie wieder an seiner Tapferkeit zweifeln. Und ich werde seinen Namen nicht entehren, indem ich dahin scheide, denn er wollte, dass ich lebe. Es scheint, dass ich noch viel zu erledigen habe. Um mich meiner Trauer hinzugeben, während der erbarmungslose Wind dieser Berge so staumt, wird mir dabei nicht helfen. Nicht wirklich, nein. Jo. Dann hätten wir das. Dann gucke ich schon einmal, was wir dann beim nächsten Mal machen. Also, das in Arche pinne ich auf jeden Fall einmal an. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal, nachdem ich hier das Hin- und Hergereise gemacht habe, auch einfach das Bilbisdorf weiter, damit das vielleicht irgendwann mal aus meiner Liste verschwindet. Hier, Thorins Halle, muss ich auch nochmal hin. Dann habe ich ja hier noch die einzelnen Sachen. Das Agaven muss ich sowieso nochmal mal hin. Aber ich glaube, das mache ich außerhalb des Streams vielleicht mal. Aus der Liste verschwindet. Gut, dann porte ich mich jetzt einmal nach
Bruchteil. Dann reden wir nochmal mit dem guten Ilrund. Was wir ja heute noch nicht genug getan haben. Ich glaube, wir wären so Dauergast bei Ilrund. Oh, ich freue mich aber. Um 18 Uhr kommt das Essen. In 2 Stunden. Das wird toll. Ich hoffe nur, dass es dann auch wirklich schmeckt. Naja, mal gucken. So, jetzt wieder nach ganz oben. Dass der Kerl aber auch immer am höchsten Punkt sitzen muss. Pärchen. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Ihr seid also mit üblen Neuigkeiten zurückgekehrt. Dies ist das Zeichen eines Aretfürsten. Vielleicht habt ihr ja schon einmal so etwas gesehen. Die Aretfürsten setzen diese Siegel manchmal dazu ein, einen grausamen Geist zu beschwören, der einen Unhold beseelt. Das Siegel, das ihr gefunden habt, ist ein Zeichen Drugoths, des Schwarzen, des mächtigen Aretfürsten. Aber was den Grund anbelangt, um dessen Willen der Nazgûl und der dieser Aretfürst nach Heligrod gekommen sind, ich fürchte, ich weiß jetzt, wonach sie suchten. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Erdengruppe. Ich weiß jetzt, was der Nazgûl sucht. Dorn hat euch vom Untergang Heligrods berichtet, nehme ich an. Wie Durin, der fünfte Zwerg dieses Namens, den Drachen Torok tötete, doch im Kampf mit dem Großteil seiner Gefährten zu Tode kam. Alles klar. Als klar wurde, dass Heligrod ein Ort des Bösen war und alle Versuche, die Stadt zurückzugewinnen, zum Scheitern verurteilt waren, holten die Zwerge die Reichtümer aus der Schatzkammer, zogen davon und ließen den Kadaver des Drachen verrotten. Doch ich fürchte, die Kälte und das Eis von Orod Lustul könnten den Kadaver des Drachen weitaus länger erhalten haben, als man hätte annehmen sollen. Auch nach seinem Tod und so vielen Jahren scheint der Kadaver Turoks noch viel Kraft zu besitzen. Ich befürchte, dass der Aretus Drugoth seine Künste dazu benutzen könnte, den Drachenleib mit einem grausamen Geist zu beleben und den Schrecklichen aller Unholde auferstehen zu lassen. Ein untoter Drache in Reichweite von ihm Lader ist eine zu große Gefahr. Eine zu große Gefahr, um ignoriert zu werden. Ich muss euch bitten, in die Schatzkammer von Heligrod einzudringen, den Plänen Duroks des Nazgûls ein Ende zu setzen. Dies wird schwierig werden. Was macht der Hund denn da oben? Ich glaube, der jagt die Katzen wieder. Gruppe mächtiger Krieger, ja. Ja, Krieger. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will trotzdem erst einmal nach Bre. Ja, ich glaube, der Hund macht hier gerade wieder Rambozambo mit unserem kleinsten Kater. Der Arme. Ständig wird Gizmo gemobbt. Bei Härchen kann auch nicht zu Hause sein. Eigentlich. Er kommt erst in 1,5 Stunden, aber... trotzdem... möchte ich jetzt alles vorbereiten. Das ist einmal zum Stallmeister. Wie auch immer ich da jetzt am schnellsten hinkomme. Dufte, dein Ernst, zum Ende hin noch. Das mache ich gleich, wenn wir in Bre angekommen sind. Denn allerdings ganz, ganz schnell. Wie gesagt, ich
muss mich ein bisschen ranhalten, hab nur ein bisschen was verledigen. Du willst mich echt quälen. Ich merk das schon. Du hast so eine sadistische Ader, kann das sein? Ähnlich wie Luna. Luna hat auch so eine kleine sadistische Ader. Die sie nur manchmal auslebt. Hallo Stallmeister. Was benötigt ihr? Dreh. So zum Aufwärmen. Aufnehmen. Aufwärmen, so nennst du das also. So, dann mache ich das einmal schnell. Damit es eingelöst ist. Pferdchen brauche ich ja noch. So gut. Alte Frau muss erstmal in die Knie gehen. Oh Gott. Ich werde alt. Oder ich mache es einfach zu selten. Das kann auch sein. Alt oder zu selten. Ich tippe auf alt. So. In Bree angekommen.